weiter mit der Folge 58 zurück. Ich habe mich verlaufen gehabt in der Folge 57. Bin einfach hier hochgeklettert, weil ich glaubte, da unten wäre ein Jägerhaus. Dabei sind das hier irgendwelche komischen, naja, Banditen oder sowas. Heißt, irgendwo bin ich doch hier hochgeklettert. Aufpassen machen. Wo war denn das? Ja. Mal gucken. Naja, ist gut. Ging es sozusagen. Oh, die haben mich getroffen. Die haben mich getroffen. So, ich bin jetzt hoffentlich hier safe. Ah ja. Stopp. Muss mal was essen. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Hilfe! Jetzt bist du dran! Das war's für dich. Was Blödes aber auch jetzt. Gut, weiter geht's. Bin jetzt wieder an dem Stand, wo ich, bevor ich abgespeichert habe. Da hinten, da sind ja Scavenger. Wo ist dieses Jägerhaus? Bin hier nämlich auf der Suche nach dem Jägerhaus. Oh Mann, was ist das? Werd ihr immer so still. Okay, hier ist noch eine ängstliche Wanderratte. Ah ja, hier ist noch eine. Na. Okay. Nicht zu plündern. Okay, die braucht man nicht plündern. Was gibt's noch? Bilderwolf. Aha, okay, dann werden wir mal hier wilde Bienen. Ah, Honigwaben? Kann das sein, dass es hier Honigwaben gibt? Wenn es hier wilde Bienen gibt, dann könnte es auch Honigwaben geben. So, diese wilden Wölfe werden wohl im Doppelpack da sein. Was ist das da hinten? Das ist ein Beißer. Gar nicht gebrauchen. Steinhautmolerat. Oh. Ja, man kann das schlecht erkennen, weil die so gut getarnt sind hier. Die sind so gut getarnt. Okay. Wilden Wolf. Im Hinterkopf habe ich natürlich noch, dass ich für eine Rüstung spare. Okay. Hier wird unheimlich viel Geschmäcker leckert da hinten. Richtung ist nur eine Wanderratte. Da ist er. Also. Nicht zu holen. Ja, ist klar. Wieso merke ich mir das nie? Wo sind denn die wilden Bienen? Irgendwas greift mich an, das höre ich an der Mucke. So, wollen wir mal gucken. Nein. Drücke die 2. Moment. Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Habe ich keine Pfeile. Geschärfter Pfeil. Aha. Okay, jetzt nimmt er die wieder.
habe hier wilde Bienen. Wie kriege ich die denn weg? Oh, da hängt was an dem Baum. Nö, die wollen nichts. Aber hier gibt's Honigwaben. Und wie viel sollte ich? Der die Honigwaben, da sind sie doch schon. 4 Stück. Oh, endlich eine Aufgabe, die ich eventuell erledigen kann. Ach, liebe Leute, das ist gut. So, wo gibt's denn noch mehr Honigwaben? Da ist noch eine. Da hab ich 2 Stück. Okay. Da hinten brennt ein Feuer, da könnte was sein. Was steht hier? Achso, das ist ja die ängstliche. Ängstliche Mini-Ratte. So, Honigwaben, wo seid ihr? Alles klar. Warte, eben das Motorrad hier. Das sind aber viele. Shit. So, wo war sie denn nochmal? Ne, war nix. Gut. Also, Honigwabe. Hier sind die wilden Bienen. Hör doch wieder was. Nochmal wilde Bienen. Ah, da ist die Wanderratte. Dieses kleine nervige Vieh. So, jetzt haben wir 2, ne? Okay, sollten wir mal gucken, immer wo wilde Bienen sind. So. Alter, was ist denn jetzt passiert? Ich wollte sagen, immer wenn ich... Wow! Das war vielleicht ein Jump. Coole Sache, das. Das war ein wirklich... Eine wirklich geile Animation. Erinnert so ein bisschen an Matrix. Ja. Leute, hier, 2 Honigwaben. Gut, okay, dann weiß ich, wo sie stecken. Und mein Essen geht mal wieder hier absolut zugrunde. Das waren wohl die wilden Bienen. Die haben ja vielleicht einen Punch gehabt, meine Herren. Oh, da sollte ich wohl ja nicht in die Nähe kommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, da wo wilde Bienen sind, könnten auch Honigwaben sein. Ich drücke hier die 2 und ich merke, mein Bogen nimmt... Mein Bogen nimmt das nicht an. Das heißt, ich muss also immer wieder hier nochmal neu laden. Und dann drücke ich die 2 und dann klappt's. So, hier ist ein wilder Wolf, hier sind wilde Bienen. Wo gibt's denn noch wilde Bienen? Ach, hier gibt's noch wilde Bienen. Ich stehe direkt vor denen. Meine Fresse. Wundert mich. Hilfe, nee. Oh, wilde Bienen. Wo sind denn die anderen beiden Waben? Ich brauche 4 Stück. Ah, da hinten. Ja, das kann sein, dass hier am Baumstumpf was ist. Nee. Ach, nee, das ist nur Zunderschwamm. Oh! Wolfgang! Ist er noch da, der Wolfgang? Nee, der hat nur sein Essen verteidigt. Ah, ich sehe wilde Bienen. Wilde Bienenwaben. Okay, hier ist noch eine Honigwabe. Oh, da gibt es sehr viele Sachen zu metzeln. Mole Rats jede Menge. Die dürften doch einfach sein, oder? Okay, geschafft. Das gibt wenigstens ein bisschen. Happa, happa. Bitte, Papa. Glaubst du es denn? Da ist nicht zu holen. Da ist aber noch einer dahinter, genau richtig. Papa, Papa, für den Papa. Mit Pilzen sieht's auch mau aus. Da sollte ich auch noch irgendwelche Pilze. Ach, ich scheiß drauf hier.
Sorry für die Kraftausdrücke. Gut, das ist gut. Ja, ich gehe ja gleich da ins Lager. Ich will auch wissen, was das ist. Aber erstmal brauche ich noch eine Honigwabe. So. Oh nee, da will ich. Ja. Guck, guck, hier bin ich. Ja, tolle Kombos machst du da. Ich schepper hier mit der Tastatur und er trinkt erstmal eine Tasse Tee zwischendurch. Da ist nicht zu holen. Ja, ist klar. Also bestimmt, hier gibt es auch, Moment mal, erst noch mal scouten. Steinhaut, auch sehr viele Steinhaut-Mollerets. Hier sind nochmal wilde Bienen, hier ist nochmal wilder Wolf. Hans und Markus, ey, das sind ja die lustigen Jäger, würde ich mal sagen. Aber erst mal gucken, ob es hier irgendwie noch was mit Bienenwaben gibt. Und ah, was soll's? Markus. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Entschuldige bitte. Ich dachte im ersten Moment, du wärst einer dieser Söldner. Aber ich sehe, du trägst eine Rüstung der Streiter des Königs. Wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Oh, das freut mich. Dann wird es diesen Ork-Söldnern endlich an den Kragen gehen. Aha. Ah, das hat etwas mit Fingo zu tun. Was weißt du über die Ork-Söldner? Was gibt es für wichtige Orte? Ja, Gott. Was weißt du über die Ork-Söldner? Über die Ork-Söldner? Nun, ich weiß, dass es drei größere Lager von ihnen gibt. Da wäre zum einen ihr Hauptquartier. Dieses haben diese Mistkerle bei unserer Jagdhütte errichtet. Aus diesem Grund müssen wir jetzt im Wald übernachten. Ich hoffe nur, dass uns die Söldner hier in Ruhe lassen werden. Ein weiteres Lager von ihnen liegt tief versteckt im Wald, und zwar in der Richtung, wenn man zur Salzmine gehen will. Ihr drittes Lager hingegen haben sie bei der Erzmine. Diese liegt in den Bergen, die zum alten Fischerdorf führen. Aber außer diesen Lagern gibt es noch kleinere Gruppen, die hier herumstreuen. Man muss also wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Zumindest weiß ich, dass zwei der Söldner an einem Lagerfeuer vor der Stadt sitzen. Und eine andere Gruppe befindet sich auf dem kleinen Berg, der zwischen der Stadt und unserem Lager liegt. Dies ist der Berg, wo es eine Höhle gibt, wo dieser Igor haust. Eigentlich gar nicht zu verfehlen, wenn man ein bisschen die Gegend kennt. Vielleicht gibt es noch andere Gruppen, aber deren Verstecke kenne ich nicht. Junge, Junge, da gibt's aber viele von diesen Blöden. Ich komme von dem Waffenhändler Finko. Ork-Söldner. Wie, Finko schickt dich? Dann weiß ich, was du willst. Du willst bestimmt die Fallpakete haben, richtig? Du hast es erfasst. Bekomme ich sie? Nicht so schnell. So einfach gebe ich dir mein Paket nicht. Es kann sehr gefährlich in falschen Händen werden. Was soll ich für dich machen, damit du es mir gibst? Als ich neulich auf der Jagd war, wurde ich plötzlich von einigen schwarzen Wölfen angegriffen. No. Und? Was wohl? Ich bin gerannt wie ein Verrückter. Dabei musste ich leider meinen Bogen aus Ulmholz zurücklassen. Aha. Dein Paket, was für... Okay. Dein Paket? Ich soll aber zwei Pakete holen. Und was ist jetzt dein Problem? Wer hat das zweite Paket? Was glaubst du denn? Mein Kumpel Markus natürlich. Ah, ja. Dann fragen wir noch den wichtigen Ort. Was für wichtige Orte gibt es hier? Ah, der Stammler. Nun, auf dieser Seite der Insel wäre dies erstmal der alte Steinkreis. Der liegt noch hinter unserem Jagdhaus, im äußersten Ende der Insel. Aber das ist eine sehr einsame Gegend, wenn man mal von den Monstern absieht. Und oberhalb des Berges hier, von dem dieser Wasserfall fließt, liegt der alte Friedhof. Da würde ich aber nicht hingehen. Dort laufen die Untoten des Stammlers herum. Das ist ein Geist, der schon jahrhundertelang hier herumspuken soll. Dort ist es wirklich nicht geheuer. Mit Untoten werde ich fertig. Nun, wenn das so ist, kann ich dir gerne den Weg dorthin erklären. Hinter dem Berg mit dem Wasserfall, also auf der Küstenseite, gibt es einen Bergpfad. Folge diesem und du kommst an einen weiteren Wasserfall. Von dort musst du den Pfad bis nach ganz oben folgen. Dann erreichst du den alten Friedhof. Tja, keine Ahnung, warum man damals den Friedhof so weit weg von der Stadt errichtet hat. Vielleicht war das damals eine alte Kultstätte. Ich habe keine Ahnung. Aber pass gut auf dich auf, wenn du dahin gehst. Die Untoten des Stammlers sind nicht zu unterschätzen. Das glaube ich. Okay, was ist der andere Markus? Hey du! Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Ich grüße dich.
Mein Name ist Markus und da drüben steht mein Gefährte Hans. Wir beide sind Jäger und versorgen Tamora mit Fleisch, Häuten und Pfeilen. Aber Moment mal, du sagst, du kommst von einem Kriegsschiff des Königs? Wollt ihr etwa Tamora wieder in euren Besitz nehmen? Was meinst du? Wie? Du weißt nicht, was ich meine? Tja, dann weiß der König wohl doch nicht, dass sich Tamora unabhängig gemacht hat, was? Aber wir Jäger haben damit nichts zu tun. Das müsst ihr schon mit dem Statthalter klären. Uns machen schon die Orksöldner hier genug Probleme. Also, am besten gehst du wieder, wenn du keinen triftigen Grund hast, mit uns zu reden. Doch, ich brauche die Pfeilpakete oder eins von denen, den restlichen. Ich komme von Finko, dem Waffenhändler. Ach so, deshalb bist du hier. Du sollst bestimmt das Pfeilpaket abholen. Du sagst es. Was hältst du von einem kleinen Deal? Kommt drauf an. Was? Also, du besorgst mir ein halbes Dutzend Keilerfälle und ich gebe dir mein Paket. Oh, nee. Ich hab die doch verkauft. Mann, ja, tolle Nummer. Oh. In Ordnung. Ich bin einverstanden. Noch was? Ja, das frage ich mich. Gibt es hier auf der Insel überhaupt Keiler? Natürlich. Ich habe letztens erst welche gesehen. Sie streuen ein paarweise um die Stadt herum. Okay. Dann ist das schon mal safe. Hans, ich werde dir deinen Bogen holen. Ich danke dir. Und dann fragen wir nochmal, wo der genau liegt. Wo hast du den Bogen denn zurückgelassen? Nicht weit von hier. Rechts von dem Abstieg, der zu unserer Jagdhütte führt. Vielleicht 20 Meter von hier. Da aber das Unterholz sehr dicht ist, habe ich ihn nicht finden können. Pass aber gut auf dich auf. An der Stelle, wo ich den Bogen verloren habe, werden wahrscheinlich immer noch die schwarzen Wölfe sein. Und die sind besonders gefährlich. Na klasse. Schwarze Wölfe, das erinnert mich an Varge. Ja, toll. Das motiviert wieder nasse Tierhaut trocknen. Und? Nasse Tierhaut aufhängen? Zurück. Ach so, das ist auch das, was ich unten auf dem Schiff hatte. Nee, oder wo war das? Ein Bettchen. Gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Ihr schafft es. Wo war das? Ich glaube, es ist ein Messer. Warte mal. So. Brauche noch eine Wabe und brauche ich nicht zurück zu Tamora oder nach Tamora. In Tamora wohnt Tamara. Ah, das ist Regenwetter. Nein. Markus, Hans. So, irgendwas mit rechts von hier. 20 Meter. Na, super, klasse. Das ist mir hier wirklich ein bisschen zu... Okay, das sind die. Zu dunkel hier. Regen ist Regen. Wo ist bloß das andere Wabennest? Oh, dieser dichte Regen. Der nervt. Haben wir hier noch? War da noch was? Wilder Wolf. Ja, ja. Will ich da mal hier hingehen? Alter, ist der übelst. Okay. Futtern. Was futtern wir denn hier? Zwiebeln? Na, die bringen ja nix. So, Dunkelpilz. Ich esse mal ein paar Pilze. Da Fleisch ist auch gut. Schauen wir mal. Steinhaut-Mollerett. Noch ein Steinhaut-Mollerett. Okay. Das
nächste. Hier brauche ich nur zweimal zuschlagen und dann ist die Sache erledigt. Wilde Wölfe. Hinten ist noch ein steiniger Mole Rat. Okay. Ich weiß nicht, wohin das führen wird hier. Ein Wild Scavenger. Wilder Wolf. Wie viele sind's denn? 1, 2. Okay. Nee. 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder noch mehr. Oh, nee. Unmöglich. Also lassen wir mal hier das bleiben. Es tut schon wieder hier nicht. Das ist nervig. Ich muss immer noch mal den Bogen noch mal neu laden. Oh, ich liebe ja Wälder, aber nicht mit diesem ganzen Gezücht hier drin. Und dann bei diesem schlechten Wetter. Schrecklich. Noch ein Waldscavenger. Außerdem kann man sich hier gut verlaufen. Ah ne, doch nicht. Gibt es wenigstens noch ein bisschen Orientierung. Ja, die vierte Honigwabe. Wahrscheinlich bin ich schon längst dran vorbeigelatscht. Oh, was haben wir denn hier? Nochmal die wilden Wölfe. Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass da eventuell noch eine Bienenwabe sei. Uah! Nicht so schnell. Rückhand. 50 Love. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Auch sehr gut. So, und hier ist die vierte Bienenwabe. Oh, bloß schnell weg hier. Mit so viele Waldscavies. So. Gucken wir nochmal. Hans und sein Ulmenbogen. Nein, Hans und sein Ulmenbogen. Nachdem Hans gefragt hat, dieser Ort nicht weit von dem Lagerplatz entfernt ist. Rechts von dem Abstieg, der zu der Jagdhütte der Jäger führt. Also nordöstlich von hier, da wo die schwarzen Wölfe stecken. Das sind etwa 20 Schritt vom Lager entfernt. Nordöstlich. Also. Moment. Nee, andersrum. Hier. Nordöstlich, also doch hier. Nordöstlich, ja, wenn ich doch. Nordöstlich. Oh. Nordöstlich. Hier sollen irgendwelche schwarzen Wölfe sein. Das müsste doch irgendwo zu sehen. Hier, wilder Wolf. Starker Schwatterwolf. Oh, weia. Das ist nicht zu packen. Mit meiner Zahnstocher-Ausrüstung hier. Jetzt weiß ich ungefähr, wo das ist fürs nächste Mal. Zurück nach Tamora. Wenn wir mit der Bertha sprechen. Mit der Bertha sprechen. Die braucht ja irgendwie Waben, ne? Nee, das ist Helene. Und du bist Katrin? Hm, Bertha, Bertha, Bertha. Da war doch was. Bist du hier drin, Bertha? Nee, das ist Eva. Stand doch mal vor so einer Tür. War das die Tür? Ja, da ist Bertachen. Hallo Bertha, ich hab deine Waben. Hier bringe ich dir deinen Honig. Ich danke dir. Du hast mir damit sehr geholfen. Hier hast du deine Belohnung. 100 Gold, das ist schön. Ich hab da mal eine Frage. Ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Naja, gut, okay. Ich hätte ja ein bisschen besser gelaunt sein können. Honig da war, ah ja, alles klar. So, habe ich denn jetzt die Honigwaben-Quest denn? Ja, das sieht gut aus.
Ja, genau, die habe ich erledigt. Wow, sehr gut. Ja. Stadtwache. Gucken, wie viel haben wir denn? Ich habe 16 Lernpunkte. Jetzt muss ich echt genau überlegen, wie mache ich das jetzt? 1208. Das heißt also, es fehlen mir nur noch 92 Goldstücke, um mir eine Rüstung hier zu kaufen. Ja, die haben eh alle Feierabend gemacht. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das denn? Finko. Warte mal. Finko. Ja, nee. Dem habe ich ja seine Fallpakete noch nicht. Wer ist denn hier alles so? Klaus. Hey. Oben. Ja, okay. Auch mit schlechter Laune. Stefan hat auch... Ja, wegen den 500 Goldstücken? Achso, ja, richtig, damit ich rein kann. Mal gucken. Kann ich mit Bruno sprechen? Nun, mal überlegen. Der Barkeeper findet, dass du in Ordnung bist. Hast wohl seinen halben Schnapsvorrat ausgesoffen, was? Ich habe mit Finko über dich gesprochen. Er ist sich noch nicht sicher, ob man dir so ohne weiteres vertrauen kann. Ich habe gehört, dass dich der Jäger Hans um Hilfe gebeten hat. Aber anscheinend interessiert dich sein Problem nicht besonders, was? Der Jäger Markus sagte mir, dass er dich gebeten hätte, ihm bei der Jagd zu helfen. Was ist damit? Hilfst du ihm jetzt noch oder nicht? Solange du nicht bereit bist, mir die 500 Goldstücke zu geben, werde ich dich nicht zu Bruno lassen. Also treibe das Gold gefälligst auf, klar? Die meisten Bewohner bleiben skeptisch. Sie trauen dir nicht. Nein, du bist noch lange nicht so weit. Wenn du unser Vertrauen erringen willst, dann musst du noch einiges dafür tun. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Apropos Schnaps. Wie viel ist denn der wert? Kann ich mit dem handeln? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Er hätte mir doch Schnaps gegeben. Wieso kann ich ihm die nicht zurückverkaufen? Guck mal, hier ganz viel Schnappes. Echter Seemannsgrog, 2 wert. Weißer Rum, 4 wert. Sieht gefährlich aus. Wirkung unbekannt. Das lasse ich mal lieber. Apfel, hier haben wir noch was. Und zwar Bier, dunkles Paladine. Wert, Lebensenergie-Bonus und Mana-Bonus. Dann aus Blauflieder gebrannten Schnaps. Na, das ist ja sein eigenes Zeug. Zack, Wacholder. Weg damit. Braucht kein Wacholder-Schnaps. Bier. Was ist denn das da unten nochmal? Alvas Rum. Achso, ja. Er bringt auch 4, aber hier habe ich echter Seemannsgrog. Komm. Weg damit. Oh, ja, es sind nur noch weißer Rum. 4. Yep. Ja. Jetzt habe ich's. Jetzt kann ich endlich, ja, erstmal eine Runde schlafen. Dann kann ich endlich mir eine Rüstung kaufen und dann geht's weiter. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Richtig, das ist dann 8 Uhr. Gerade richtig zur Marktzeit. Denn der Markt ist eröffnet. Und wer hat denn hier... Hey! Wo war's das? Lars, Rüstung kaufen. Genau. 1300 Golem-Rüstung. 100 Schutz. Schutz, Flugschaden, Gold. Mal sicherheitshalber abspeichern. So, jetzt bin ich gespannt. Hey du! Zeig mir deine Ware. Jetzt ist mir die Maus zurückgesprungen. Rüstung kaufen. So, jetzt aber. Ich will die Rüstung kaufen. Hey du. Nö, das war's. Dann gucken wir mal, ob uns die Rüstung steht. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Wo ist sie denn? Hier bei den Klamotten. Diese Golem-Schutzrüstung hält manchen harten Schlag aus. Schutz vor Fallschaden, Schutz vor Schlägen, Schutz vor Pfeilen, Stärke, Talentbonus. Ja, Heimatland! Das war ja eine gute Investition. Golem-Schutzrüstung. Das ist gut. Leute, das ist gut, ne? Ja, dann will ich auch gleich wieder
Will ich mal gucken, vielleicht kann ich ja Stärke. Moment, erstmal gucken, wie ich hier ausgerüstet bin. Ja, Ufer Drachen, Feuerball dann nicht mehr. Gut, okay, Stärke 70. Ergo. Ah, das macht wieder Spaß. So, was haben wir denn hier? Schaden 80, benötigte Stärke 70. 85, 90, gut, okay, dann gehen wir hier und haben das Enterschwert. Was ist denn das für ein? Ach, das ist eine Zweihandwaffe. Na. Gibt's hier noch was, wo ich nur 70 Schaden brauche? Nee, 70 Stärke brauche? Nee. Und ich habe doch keinen Zweihand gelernt, großartig, oder? Zweihand nach 5%, voll der Anfänger. Mal gucken. Oh, der braucht wieder so lange. Ja, das geht doch. Ja, okay. Schauen wir mal, vielleicht habe ich damit auch ein bisschen bessere Reichweite und mehr Glück. Wollen wir mal gleich hier vor den Toren der Stadt mal ein paar Kämpfe austragen. Dieses Mistviehzeug. Ach ja, ich kann ja hier... Uff. Kann mich ja mit dieser Rüstung hier richtig geil fallen lassen. Manometer-Propeter. So. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Bin mir nicht sicher. Abstand halten, oh, ist das Ding schwer. Ich dachte, ich könnte ihn zweimal hitten und dann haut er mich mit einem Hit weg. Das ist ja voll der Hit. Der Shit-Hit. Ja, los. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Denn Sige ist Sige. Sag mal, eben ging das doch gut. Ja, jetzt kann ich auch ein bisschen besser hier. Nee. Ich dachte, das Ding hat eine Rüstung. Habe ich eine Rüstung irgendwie oder was? Oder was? Oder wie? Das heißt, die Rüstung macht mich schlechter gegenüber von... Mann. Nein. Hau ab. Immer nach dem Laden habe ich ein paar Problemchen. Oder so. Na, das war Zufall, Leute. Das war ein absoluter Zufall. Ich bin doof, weil ich hätte Fleisch braten sollen. Nicht zu holen. Jetzt habe ich wieder zurück. Klappt es aber auch. Wieder kommt ein blutender Typ rein. Volle Nummer. Dann werden wir jetzt erstmal eine Runde schlafen. Heilen wir uns mal so. Ja, heute bin ich ein bisschen verwirrt. Gibt's hier einen Herd? Ein Nomad. Da sucht man solche blöden Dinge und man kriegt die nicht. Hä? Ach, darf ich auch noch knacken? Okay, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich meine, das wäre dann die 59, ne? Ja, okay. Bin ein bisschen erschöpft, muss ich ehrlich sagen. Es gab in letzter Zeit viel zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Schreibt gerne einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.